Bad Waltersdorf im Bezirk Harzberg, normalerweise Zentrum des steirischen Thermenlandes, ist diesmal Zentrum eines großen Rad-Etappenrennens für unter 17-Fahrer. Die Oststeiermark Radjugendtour hat sich im Lauf von über 3 Jahrzehnten europaweit einen guten Namen gemacht. Auch heuer, bei der 33. Auflage, sind wieder junge Rennfahrer aus ganz Europa am Start. Auf die jungen Burschen aus 15 Ländern wartet eine anspruchsvolle Fahrt über 5 Tage in der durchwegs hügeligen Oststeiermark. Den Auftakt bildet zunächst ein Prolog, ein Einzelzeitfahren in Bad Waltersdorf über 1,6 Kilometer, eine Sache für ausgewiesene Sprinter. Die Fahrzeit des Prologes wird nicht nur für die Vergabe der verschiedenen Wertungen herangezogen, sondern zählt auch fürs Gesamtergebnis. Mit entsprechend viel Einsatz sind die 15- bis 16-jährigen Burschen unterwegs. Erfreulicherweise können die Österreicher diesen Tourauftakt dominieren. Lange Zeit hält der Kärntner Stefan Marbler vom Nationalteam die Bestzeit. Als letzter der 130 Fahrer kommt dann der Wiener Tim Wafler. Der ist noch einmal eine halbe Sekunde schneller als sein Teamkollege. Fazit: Nach 6 Jahren wieder ein Tagessieg für Rot-Weiß-Rot bei dieser Jugendtour. Sogar ein Doppelsieg ist es geworden. Österreichische Doppelsiege sind bei dieser Oststeiermark Radjugendtour wahrlich rar gesät. Ich nehme an, Tim Wappler, du weißt, was du heute geschafft hast. Nein, voll, also es ist wirklich so lässig. Und es ist so lustig, weil der Stefan, der Zweite war, ist mit mir im Zimmer. Und jetzt haben wir sozusagen, glaube ich, ein ziemlich gutes Zimmerpartner. Und na, eben voll lustig, also voll lässig und taugt mir voll. Hätte nicht besser starten können, glaube ich. Du bist ein guter Bahnfahrer, das heißt, diese 2000 Meter, diese knapp 2 Kilometer, das ist genau das, wo man sagt, dass du das sehr gut beherrschst. Na eben, also voll, da habe ich auch dieses Jahr den österreichischen Rekord auf der Bahn um 4 Sekunden verbessert und möchte im Herbst nochmal antreten, dass ich vielleicht auch den deutschen Rekord brechen kann. Und eben, das hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit der Bahn und deshalb hat es mir, glaube ich, sehr, sehr gut gelegen und habe ich schon auf meiner Soll-Liste gehabt und dass jetzt so voll aufgegangen ist, ist natürlich noch besser. Ob es in dieser Tonart so weitergehen wird, ist allerdings fraglich. Die ausländische Konkurrenz ist traditionell stark. Der letzte heimische Gesamtsieg bei der Jugendtour liegt schon 12 Jahre zurück. Der Prolog ist aus österreichischer Sicht bei dieser Radjugendtour sehr erfreulich verlaufen. Rudi Massak als Generalsekretär und Organisator dieser Rundfahrt, darf man ähnliche Erfolge auch in den nächsten Etappen erwarten oder ist das doch, wenn man so will, eine ganz andere Baustelle? Sensationell, wie Tim Wafler und Stefan Marbler und aber auch Lukas Zauchner gefahren sind. Ich freue mich einmal über das Trikot, aber ich möchte natürlich dem Prolog über 1,7 Kilometer, ist natürlich nicht charakteristisch für diese Rundfahrt. Es kommen ultraschwere Etappen, wird man schauen, aber ich freue mich einmal über 2 Podestplätze, das hatten wir schon ewig nicht mehr und auf jeden Fall ein perfekter Start in diese Rundfahrt. Der Auftakt dieser Jugendtour war überaus erfreulich mit dem österreichischen Doppelsieg im Prolog. Allerdings, Betreuer Richard Kachelmeier, ich glaube, man darf nicht jetzt davon ausgehen, dass es in ähnlicher Tonart weitergeht. Natürlich nicht. Es war schon natürlich ein sehr erfreulicher Auftakt. Wir haben schon gerechnet, dass unser Bahnspezialist Wafler vielleicht auf Stockerl fahren kann, aber 1 und 2 sind natürlich schon eine kleine Sensation. Ja. Jetzt muss man sagen, es kann natürlich oder es wird vermutlich nicht so weitergehen. Die restlichen Etappen werden da schon eine deutliche Sprache sprechen. Ne? Na, ganz klar. Aber wir glauben immer noch, dass wir vielleicht noch einen Podiumsplatz noch zusammenbringen und vielleicht sogar einen unter den ersten 10 bringen insgesamt. Wie gestaltet sich überhaupt die Nachwuchsarbeit aktuell? Ist das ein starker Jahrgang, der hier fährt? Ja, der Jahrgang ist offensichtlich recht stark. Es ist halt leider Gottes so, dass wir in Österreich nicht so viele Radfahrer, starke Radfahrer haben und dadurch den Schwankungen ein bisschen unterliegen. Auf der ersten Etappe dieser Jugendtour warten 64 anspruchsvolle Kilometer. Es geht von Fürstenfeld nach Stubenberg. Eine Etappe, die 3 Bergwertungen beinhaltet und vor allem im Finish auf den letzten 15 Kilometern sehr anspruchsvoll ist. Im grünen Trikot des Gesamtführenden fährt ein Österreicher. Es ist der Wiener Tim Wafler, der den Prolog der Tour gewonnen hat. Schon nach rund 10 Kilometern, die jungen Rennfahrer schlagen ein hohes Tempo an, konnte sich zunächst eine größere Gruppe absetzen. Bei der ersten Bergwertung nahe der Riegersburg ist die Nummer 32 voran. Ein Fahrer des deutschen Nationalteams, Marco Brenner aus Bayern.
Bald danach bildet sich vorne eine 11-köpfige Spitzengruppe. Als einziger Österreicher mit dabei ist der Tiroler Lukas Grieser aus Inzing. Er fährt im rot-weiß-roten Trikot, denn Grieser hat heuer schon die Meistertitel im Straßenrennen und am Berg gewonnen. Bald besteht die Spitze nur noch aus zwei Fahrern. Beständig hohes Tempo fährt der Deutsche Marco Brenner und er lässt bald auch seinen Fluchtgefährten, den Holländer Van Oosten, hinter sich und strebt ganz allein dem Ziel in Stubenberg entgegen. Der Deutsche kann im Finish noch einen bemerkenswerten Vorsprung herausfahren. 1,5 Minuten sind es zum Schluss auf den Zweitplatzierten. Die erste Verfolgergruppe mit dem Tiroler Lukas Grieser auf Tagesrang 12 kommt mit fast 3 Minuten Rückstand ins Ziel. Prologsieger Tim Waffler, der eher ein Sprinter ist, kommt mit großem Rückstand in Herberstein an. Neuer Spitzenreiter ist also ein junger Rennfahrer aus Augsburg. Der erste Sieger, der erste große Sieger bei dieser heurigen 33. Radjugend der Oststeiermark kommt aus Bayern, aus Augsburg. Marco Brenner hat heute eine ganz starke Leistung gezeigt. Ich glaube, du kannst heute nur zufrieden sein, oder? Ja klar, also eigentlich war es besser als erwartet. Heute war ich nur der Plan, vorne insgesamt Leute zu platzieren. Und dann in der schweren Etappe, dritte und vierte, das ist ja nochmal schwer, dort dann vielleicht die Entscheidung zu fallen. Aber dass es heute so gut läuft, war jetzt selber nicht gedacht. Aber nimmt man natürlich gerne an. Ich habe gehört, du hast dich ja individuell alleine mit der Familie hier ganz genau tagelang in der Oststeiermark umgeschaut. Ja, also letzte Woche sind wir mit dem Wohnmobil hier angereist, haben einen Kurzurlaub gemacht. Da habe ich mir auch nebenbei ein bisschen die Strecke angeschaut. Deswegen habe ich hier auch schon den Berg gekannt und die Abfahrt auch. Und hat wahrscheinlich ein bisschen was gebracht auch. Ja, denkst du jetzt daran, kann es möglich sein, dieses Rennen zu gewinnen? Dieses Rennen, also ich habe jetzt schon mal einen komfortablen Vorsprung und mein Team steht auch hinter mir, also denke ich, dass es eigentlich schon funktionieren könnte. Bester Österreicher heute, Lukas Grieser, knapp an den Top 10 vorbeigefahren, aber als einziger Österreicher im Vorderfeld. Man hat, glaube ich, heute gesehen, wie stark diese Rundfahrt besetzt ist. Bist du mit deiner persönlichen Leistung trotzdem zufrieden? Ja, also mit meiner persönlichen Leistung bin ich sehr zufrieden, weil ich als erste Jahr 17 fahre und wir sind gleich am ersten Berg, habe ich mich absetzen können mit Noahnen und nachher allem in der Verfolgergruppe bleiben können und halt im Zielsprint haben wir die Haxen halt zugetan und war nichts Besseres drin. Die zweite Etappe der Radjugendtour Oststeiermark führt über eher flache 71 Kilometer von Pöllau nach Anger.